Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Conrado und Marcelina machten den Eindruck eines erfolgreichen und liebevollen Paares. Er war groß, blauäugig und brünett, sie war blond mit einer Modelfigur. Mehrmals im Jahr machten sie Urlaub in Dubai und den Malediven, besaßen eine prächtige Wohnung, ein Landhaus in der Nähe ihrer Eltern, kauften in den besten Einkaufszentren ein und hatten zwei schicke Autos. Alles schien perfekt. Conrado besaß eine große Werbeagentur, daher musste Marcelina nicht arbeiten. Sie verbrachte ihre Tage im Fitnessstudio und im Spa, traf sich mit Freunden und begleitete ihren Mann abends zu geschäftlichen Veranstaltungen. Trotz all dieser Tatsachen liebten sich Conrado und Marcelina nicht. Vor 10 Jahren kam ein ehrgeiziger junger Mann aus einer kleinen Stadt in die Hauptstadt. Er hatte gerade sein Studium abgeschlossen, war aber entschlossen, in der Stadt viel Geld zu verdienen, anstatt Zeit in der Provinz zu verschwenden. Anfangs war das Glück nicht auf seiner Seite. In den ersten 2 Jahren in der Hauptstadt wechselte er 3-mal den Arbeitsplatz, weil er nicht so schnell befördert wurde, wie er wollte. In dieser Zeit erkannte er, dass der Schlüssel zum Verbleib in der Stadt und zum Erreichen all seiner Wünsche darin bestand, sich an das Leben anzupassen. Und er musste nicht lange auf die Gelegenheiten warten. Auf einer Business-Networking-Veranstaltung traf er ein atemberaubend schönes Mädchen. Marcelina, obwohl sie den Anschein einer respektablen Person erweckte, stellte sich als ziemlich leichtfertig heraus. Sie kamen sich noch am selben Abend näher. Bevor Conrado etwas begreifen konnte, schlug Marcelina bereits vor, ihn ihren Eltern vorzustellen. Da wurde ihm klar, wie viel Glück er hatte. Marcelinas Vater arbeitete in einem der Ministerien und schätzte Conrados Ehrgeiz. Nach 5 Monaten kannte er ihn, machte ihm klar, dass er sich freuen würde, den jungen Mann als seinen Schwiegersohn zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt begann Conrado zu bemerken, dass seine zukünftige Frau nicht so gut war, wie er zunächst dachte. Sie hatten immer noch fantastischen Sex, aber es gab nichts zu reden. Conrado, der in einer kleinen Stadt aufgewachsen war, konnte gut zeichnen, liebte Kino und Fotografie und las gerne Klassiker. In der Stadt schrieb er sich sofort in Deutschkurse ein. Marcelina konnte trotz einflussreicher Eltern nicht mit Wissen oder künstlerischen Interessen prahlen. Sie mochte Mode und Reisen und fühlte sich von dem Glanz und Luxus von Partys angezogen. Ihre Mutter scherzte, dass schöne Mädchen schweigen sollten. Sie selbst war einmal eine Schönheit aus einer Diplomatenfamilie und wählte Marcelinas Vater wegen seiner Fähigkeit, die richtigen Verbindungen herzustellen. »Ich mag, dass du ehrgeizig bist«, erklärte Marcelinas Vater bei einem Glas Whisky. »Dein Geschäft wird um 100% wachsen, du musst nur die richtige Richtung wählen.« »Ich möchte etwas Kreatives«, erklärte Conrado, »wie Werbung zum Beispiel.« Ausgezeichnete Wahl genehmigte der zukünftige Schwiegervater und gab Geld für den Start des Unternehmens. Conrado zögerte noch einen Monat, bevor er Marcelina einen Heiratsantrag machte, aber schließlich gestand er sich ein, dass ihn die sich abzeichnenden Aussichten lockten und die Risiken einer lieblosen Ehe überschatteten. Diese Risiken wurden im 4. Jahr ihres Zusammenlebens deutlich, als sie feststellten, dass sie keine Kinder haben konnten. Die Tests waren normal, aber nichts funktionierte. Die Schwiegereltern runzelten die Stirn, aber sie konnten nicht in Angelegenheiten der Natur eingreifen. Ein Jahr später übernahm Ophelia, eine lebhafte Brünette mit üppigem Busen und tiefen aquamarinblauen Augen, die Position der Kreativdirektorin in Conrados Unternehmen. Sie zog sofort die Aufmerksamkeit mehrerer Männer auf sich, blieb jedoch allen gegenüber deutlich höflich und hielt Abstand. Ophelia beeindruckte Conrado mit 2 Abschlüssen, Kenntnissen in 2 Fremdsprachen, ausgezeichneten Zeichenfähigkeiten und einem geschmackvollen Stilgefühl. Anfangs pflegte er zu ihr eine professionelle und distanzierte Beziehung, sowohl als Direktor als auch als verheirateter Mann. Während eines Projektvorschlags für das Büro des Bürgermeisters sah er jedoch Ophelia in einem anderen Licht. Ihre Effizienz, Begeisterung, ihr guter Geschmack und ihre talentierten Ideen fesselten ihn. Als das Unternehmen den Vorschlag gewann, bemerkte er ihre echte Freude und wie sie freundlich über Konkurrenten sprach. Von diesem Zeitpunkt an begann Conrado, Ideen für Präsentationen mit Ophelia zu entwickeln. Unwissentlich verweilte Conrado länger auf der Arbeit,
kam früher ins Büro und bewertete Kunden danach, was Ofelia von ihrem Unternehmen halten würde. Er spürte, wie er sich verliebte, erkannte, dass die Gefahr einer lieblosen Ehe sich in seinem Leben manifestieren würde. Doch er konnte seine Gefühle nicht zurückhalten. Marcelina spielte die Rolle der Ehefrau perfekt. Der Schwiegervater unterstützte das Unternehmen seines Schwiegersohns aktiv, aber ohne eine wirklich enge Person zu leben, wurde für Conrado unerträglich. Alle gingen ohne Partner zu einem Betriebsausflug an den Fluss in den Vororten. Conrado lud Ofelia zu einem abendlichen Spaziergang am Fluss ein. Das warme Septemberwetter und sie gingen zu weit weg von ihrem Platz in der frühen Abenddunkelheit. Anstatt umzukehren, nahm Conrado entschlossen Ophelias Hand und führte sie zu einem nahegelegenen hölzernen Pavillon, den er bemerkt hatte. Sie widersetzte sich nicht, als er sie umarmte und begann, mit breiten, eifrigen Strichen ihre Schultern und ihren Rücken zu streicheln, weiter absteigend. Sie drückte sich an ihn, strich liebevoll mit den Fingern durch sein Haar und seinen Nacken. Ophelia, ich liebe dich, flüsterte er. Ich weiß. Aber ich habe noch nicht entschieden, was ich mit Marcelina machen soll. Ich kann sie jetzt nicht scheiden lassen, das Unternehmen ist im Aufschwung. Es wird noch 2 Jahre oder vielleicht weniger dauern, bis ich völlig unabhängig von meinem Schwiegervater bin. Er hob ihr Kinn, um die Antwort in ihren Augen zu lesen. Es spielt keine Rolle, Conrado, antwortete Ophelia zärtlich. Wir lieben uns, das reicht. Er hielt sie fest, den Duft ihres Haares einatmend, begleitet von den Düften des Herbstwaldes und des Flusses. Sie kehrten zum Erholungszentrum zurück und gingen in ihre Zimmer. Doch in dieser Nacht kam Ophelia von selbst zu ihm und blieb bis zum Morgen. Ihre heimliche Affäre dauerte 1 Jahr. Conrado fühlte sich seiner Frau gegenüber schuldig und hatte eine gewisse Angst vor seinem Schwiegervater, aber seine Liebe zu Ophelia war stärker. In dem Versuch, sein Glück zu schützen, begann Conrado mehr Zeit mit Marcelina zu verbringen und regelmäßig mit ihr auf Reisen zu gehen. Während einer dieser Reisen geschah etwas, worauf die ganze Familie gewartet hatte. Marcelina wurde schwanger. Der Schwiegervater war begeistert und schenkte dem Paar einen neuen Mercedes. Die Nachricht, dass der Direktor bald Vater werden würde, verbreitete sich sofort. Ophelia zeigte unglaubliche Fassung, als sie die Ankündigung bei einer Generalversammlung hörte. Am nächsten Morgen erfuhr Conrado jedoch, was es sie gekostet hatte. Sie betrat sein Büro, setzte sich ihm gegenüber und schaute ihm mit ihren wunderbaren aquamarinblauen Augen in die Augen und flüsterte. Du wirst bald Vater sein. Ja, ich musste es ankündigen. Mein Schwiegervater bestand darauf. Du verstehst es nicht. Ich bin auch schwanger. Diese Nachricht schockierte Conrado und er war eine Weile benommen, strich gedankenverloren über den Tisch. Ich verstehe, wenn du nicht willst oder nicht in der Lage bist, bei der Erziehung dabei zu sein, aber ich werde das Kind bekommen. Ich werde, murmelte Conrado. Ich werde auf jeden Fall daran teilnehmen. Gut, lächelte Ophelia. Es gibt nur ein Aber, ich muss vielleicht ins Krankenhaus. Ich habe seit meiner Kindheit eine Herzkrankheit, ich kann wahrscheinlich nicht auf natürliche Weise entbinden. Ich werde einen Kaiserschnitt brauchen. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher gesagt habe. Ich dachte nicht, dass wir es schaffen würden. Ein Kloß bildete sich in Conrados Hals, aber er hielt sich zurück. Er trat an Ophelia heran, legte seine Hände auf ihre Schultern und sagte fest: Ich werde dich nicht verlassen. In den nächsten Monaten vergingen wie im Flug. Marcelinas Eltern waren aktiv in ihrem Leben involviert, und das half ihm. Die Mutter ließ ihre Tochter buchstäblich nicht aus den Augen, sie unterstützte sie und nahm an regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen teil. Der Vater kümmerte sich um den Entbindungsort und den neugeborenen Therapeuten. Reparaturen begannen in der Wohnung. Eines der 4 Zimmer sollte bald ein Kinderzimmer werden. Conrado blieb mit leichtem Herzen von diesen Belästigungen fern und fühlte sich nutzlos. Jetzt, da Marcelina sich darauf vorbereitete, ihren Eltern ein Enkelkind zu schenken, schien seine Mission erfüllt. Ein paar Monate lang zog er sogar ins Büro, um Zeit zu sparen, die er sonst mit dem Pendeln vom Stadtrand ins Stadtzentrum verbringen würde. Allerdings war er besorgt. Ophelia musste tatsächlich ins Krankenhaus. Er erhielt leicht Informationen vom behandelnden Arzt als Chef.
Je weiter es ging, desto unruhiger fühlte er sich. Der Arzt teilte seine Besorgnis, Ophelia könnte nicht einmal den Kaiserschnitt überstehen. Das Baby entwickelte sich normal, aber das Herz der Mutter war wirklich sehr schwach. Der Arzt hielt es für richtig, Conrado über das mögliche tragische Ergebnis zu informieren. An dem Abend, als Conrado davon erfuhr, trank er zum ersten Mal seit seinen Studienjahren schwer. Der Gedanke, dass eine Frau, die er wirklich liebte, wegen ihm sterben könnte, machte ihn übel. Zum ersten Mal hasste er alles, seine Karriere, den materiellen Reichtum, den er durch die vorteilhafte Ehe erlangt hatte, Marcelina und ihre Eltern. Er wollte in seine Heimatstadt zurückkehren, dort bleiben, ein Mädchen treffen, das er lieben könnte, und mit ihr Kinder aufziehen. Er brauchte diese Stadt oder diese Umgebung nicht, er wollte nur Ophelia und ihr Kind. Er kauerte sich auf das Bürosofa und begann zu weinen, wie es jemand könnte, der die Unumkehrbarkeit seiner Fehler erkennt. Als er ein paar Tage später in die renovierte Wohnung kam, in der ein blau gestaltetes Kinderzimmer auf einen Jungen wartete, bemerkte er, dass seine Schwiegermutter sehr nervös war. Sie ging ständig in die Küche und hielt ein Batisttaschentuch in den Händen. Er folgte ihr und sie, seine stille Frage bemerkend, setzte sich hin und sagte mit aufgeregter Stimme: Conrado, der Arzt hat heute bei der Untersuchung etwas Unangenehmes gesehen. Er hat nichts gesagt, aber ich habe verstanden, dass ihm etwas nicht gefällt. Es scheint, dass etwas mit dem Kleinen nicht stimmt. Nora, mach dich nicht verrückt, sagte Conrado mitfühlend. Marcelina befolgt alle Empfehlungen und wir alle behalten sie im Auge. Mach dir nichts vor. Ich weiß nicht. Nora wischte sich die Augen mit einem Taschentuch ab. Was ist, wenn etwas Schlimmes passiert? Ich mache mir Sorgen. Weiß Paolo Bescheid? Fragte Conrado. Ich habe es ihm nicht gesagt. Gott erwartet auf ein Enkelkind, als wäre es ein Geschenk Gottes. Gott bewahre, dass etwas passiert. Ich weiß nicht, wie er damit umgehen wird. Sie haben schon das Kinderzimmer vorbereitet. Hör auf, Mama, wechselte Conrado zu einem beruhigenden Tonfall. Alles wird gut, du musst glauben. Aber nur zwei Tage später, nur zwei Wochen vor dem Geburtstermin, hörte das Herz des Babys auf zu schlagen. Nora wurde krank. Marcelina war untröstlich. Paolo wollte mit niemandem reden. Conrado fürchtete die bevorstehende Geburt von Ophelia. Nun realisierte er, dass, wenn sie es nicht überleben würde, er das Kind in die Familie aufnehmen müsste. Und er müsste allen von seiner Affäre erzählen. Dunkle Wolken zogen auf und er konnte sich kaum vorstellen, wie sein Schwiegervater auf die Nachricht reagieren würde. Aber zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte er den Gedanken, dass er nicht länger in Lügen leben wollte. Er war bereit, das Geschäft und alles, was er in der Ehe mit Marcelina erworben hatte, zu verlieren, nur um diesem endlosen Betrug ein Ende zu setzen. Die Ärzte konnten Ophelia nicht retten. Am Tag vor ihrer Entbindung ging er ins Krankenhaus. Da Ophelia seine enge Kollegin in der Firma war, ahnten weder Marcelina noch die Familie etwas von Conrados Beziehung zu ihr. Sie ließen ihn am nächsten Tag nicht in den Operationssaal und er würde sich ihr letztes Gespräch im Krankenhaus für den Rest seines Lebens merken. Er sammelte Mut und sagte: Verzeih mir bitte, ich bin an allem schuld. Rede keinen Unsinn, antwortete sie und streichelte sanft seine Hand. Es ist ein solcher Segen, ein Mädchen zu tragen und es zur Welt zu bringen. Hauptsache, sie ist am Leben und glücklich. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, Ophelia? Ich habe ehrlich gesagt nicht daran gedacht. Und dann war es zu spät. Mach dir keine Vorwürfe wegen mir, Conrado. Ich wusste, dass ich nicht lange hier sein würde, aber dank dir werde ich leben. Unsere Tochter wird leben. Conrado kümmerte sich selbst um die Beerdigung und die Vaterschaftsanerkennung. Ophelia hatte es geschafft, eine Erklärung zu verfassen, in der sie Conrado bat, ihre Tochter für sich zu registrieren und sie als seine eigene aufzuziehen. Mit dieser Erklärung ging er zum Registro Civil und verließ es nach der Bestechung mit der Geburtsurkunde, auf der er und Ophelia als Yaras Eltern aufgeführt waren. Als Marcelinas Eltern von Ophelias tragischem Tod erfuhren, widersetzten sie sich nicht, dass Conrado das Kind mit nach Hause nahm. Ein Neonatologe begann zu besuchen. Marcelina begann, das Baby mit ihrer Milch zu füttern.
Vielleicht hätte das Kind in der Familie bleiben können, aber die Geburtsurkunde war bereits erstellt. Conrado zeigte sie nicht, aber er hatte nicht vor, das Gespräch mit seiner Frau lange aufzuschieben und beschloss, alles wie es war, am kommenden Sonntag zu erzählen. Marcelina begann er und betrat das Kinderzimmer, in dem sie gerade die Windel des Babys wechselte. Wir müssen reden. Was ist los? Seine Frau war völlig in den Prozess vertieft. Er näherte sich dem Wickeltisch und betrachtete das kleine Mädchen. Sie sah ihn mit denselben aquamarinblauen Augen an wie ihre Mutter. Er atmete tief durch. Das ist meine Tochter. Ophelia und ich waren die letzten 2 Jahre zusammen. Sie wurde schwanger, aber es stellte sich heraus, dass sie eine Herzerkrankung hatte, und jetzt ist Ophelia weg, und das kleine Mädchen ist übrig geblieben. Eine schwere Stille lag in der Luft. Marcelina distanzierte sich vom Baby und warf Conrado einen eisigen, hasserfüllten Blick zu. »Und du bringst sie zu mir?«, fragte Marcelina. »Damit ich nicht darüber weine, dass unser Kleines gestorben ist.« »Ja. Wie ein Spielzeug. Geh schon, halte sie und spiel mit ihr, nicht wahr? Rede keinen Unsinn.« Conrado hatte eine solche Reaktion nicht erwartet. »Unsinn?« Seine Frau wurde immer wütender. »Du hast 2 Jahre lang mit uns beiden geschlafen. Gott, was für ein Idiot bin ich. Wie konnte ich nicht erraten, dass du nicht so oft bis spät arbeiten geblieben bist und mich so oft grundlos in den Urlaub mitgenommen hast? Du hast versucht sicherzustellen, dass ich nichts ahne. Du hast recht.« Conrado leugnete es nicht. »Aber ich konnte mich nicht von ihr trennen, als ich von ihrer Herzerkrankung erfuhr. Ich konnte das Kind nicht zurücklassen.« »Dein Kind, ja. Du bist egoistisch. Du hast ein Kind mit dieser Schlampe. Und meins? Mein Kind hat es nicht einmal bis zur Geburt geschafft. Er starb und du hast diesen Bastard gebracht.« Conrado konnte sich nicht zurückhalten und schlug sie. Er hoffte, sie zur Besinnung zu bringen, aber stattdessen geriet sie in Wut und begann, Flaschen und Windeln aus dem Zimmer in den Flur zu werfen. »Ich brauche dieses Kind nicht. Ich hasse sie und ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Du hast ein Kind und ich nicht. Ich lasse nicht zu, dass ihr mich verspottet. Bring mir niemals das Kind dieser Hure. Geh zur Hölle mit ihr, ich werde sie nicht einmal mit einem Finger berühren. Marcelina, wir sind Erwachsene. Das Kind ist für nichts verantwortlich. Ich gestehe meine Schuld Ophelia und dir ein. Glaube mir, ich war wirklich an einem schlechten Ort.« Er versuchte, Marcelina zu umarmen, aber sie hatte ihn bereits vermieden und sich zum Fenster zurückgezogen, ließ ihn allein mit dem kleinen Mädchen. »Aber das Leben geht weiter«, sagte er und nickte in Richtung des Kindes. »Sie braucht Liebe, Wärme und die Hände ihrer Mutter. Ich stimme zu, lass uns eine Zeit lang getrennt leben, aber lass uns keine Brücken abbrechen.« »Ich werde nicht mit einem Lügner leben«, rief Marcelina und stürmte mit Blitzgeschwindigkeit aus dem Zimmer. So endete der Versuch, sich zu versöhnen und das Mädchen in der Familie zu behalten, in nichts. Da Conrado die Wohnung mit eigenen Mitteln gekauft hatte, behielt er sie zusammen mit dem wunderbaren, gemütlichen Kinderzimmer bei der Aufteilung des Eigentums. Im Laufe der Zeit nahmen Marcelinas Eltern wieder Kontakt zu ihm auf. Marcelina blockierte jedoch seine Nummer und wollte nichts von ihm wissen. Ihr ehemaliger Schwiegervater reduzierte die Kommunikation auf ein Minimum und nur Nora besuchte gelegentlich Conrado und half ein wenig mit dem kleinen Mädchen. »Ich wollte immer auf meine Neffen aufpassen«, sagte sie leicht schmeichelnd, »also lass mich bitte hierher kommen.« »Ich bin dir sehr dankbar, Nora«, antwortete Conrado aufrichtig. Das Geschäft auf der Arbeit lief weiterhin gut. Unabhängig davon, was in seinem persönlichen Leben passierte, stand für ihn und seinen ehemaligen Schwiegervater das Geschäft über allem. Ein Jahr später erfuhr er, dass Marcelina zum 2. Mal heiratete. Es schien, als ob sich alles an seinen Platz fügte und Conrado beobachtete Yara mit Zärtlichkeit heranwachsen. In den nächsten 5 Jahren führte Conrado das Unternehmen selbstbewusst und zog Yara auf. Das Unternehmen eröffnete Büros in mehreren Städten und die Gewinne stiegen. Sein ehemaliger Schwiegervater war offensichtlich mit der aktuellen Situation zufrieden und erwähnte die Vergangenheit nicht. Nora besuchte Yara immer noch.
Marcelina heiratete zum zweiten Mal, wurde schnell schwanger und brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Conrado hatte es nicht eilig, etwas in seinem persönlichen Leben zu ändern. Er genoss unerwartet den Zustand der persönlichen Freiheit, den er nach der Scheidung gewonnen hatte. Die lieblose Ehe hinterließ bei ihm einen solchen Eindruck, dass er kein Verlangen nach neuen Beziehungen hatte. Außerdem war er mit Yara beschäftigt. Mit 3 Jahren begann sie zu malen und zeigte sofort großes Talent. Conrado zeigte ihr die Zeichnungen von Ophelia, erzählte ihr von ihrer Mutter, aber er beeilte sich nicht zu erklären, warum ihre Mutter nicht da war. Er war zuversichtlich, dass er Zeit haben würde, ihr alles zu erklären, und es war besser, das Kind vorerst nicht zu traumatisieren. Es gefiel ihm, sie in den Kindergarten zu bringen und abzuholen. Er verspürte stille Stolz, wenn er die Blicke von Müttern einfing, deren Ehemänner fast nie im Kindergarten auftauchten. An Wochenenden spazierte er stundenlang mit Yara, sah sich Cartoons mit ihr an und erfand Märchen, die sie für ihn zeichnen würde. Er glaubte, alles im Voraus zu wissen. Mit 7 Jahren würde Yara zur Schule gehen, Kurse an einer Kunstschule besuchen, dann an die Universität gehen und Künstlerin werden. Vielleicht würde er eine Affäre mit einer Frau haben. Und wenn nicht, war er leicht bereit, zu warten, bis seine Tochter erwachsen war. Schließlich würde ein wohlhabender Mann garantiert eine Frau finden, dessen war er sich sicher. Im September auf einer geschlossenen Party für Werbefachleute traf er Eleonora. Diese ehrgeizige, sportlich aussehende Brünette kam aus einer kleinen Stadt, um die Hauptstadt zu erobern, und arbeitete in einer kleinen Werbeagentur als Beschaffungsmanagerin für Werbung. Conrado konnte sich selbst nicht daran erinnern, wie er ihre Telefonnummer bekommen hatte, aber buchstäblich am nächsten Tag schrieb Eleonora ihm auf Messenger, rief an und schickte lustige Bilder. Zuerst dachte er brauche das nicht. Er hatte zunächst Pläne für sein Leben, bis seine Tochter die Schule beendet hatte. Außerdem war Eleonora nicht dumm, aber es gab fast nichts, worüber man mit ihr außer Werbung sprechen konnte. Trotzdem stimmte er einem Treffen in einem Café zu, dann einem weiteren, und plötzlich merkte er, dass er Zeit mit ihr verbringen wollte. Es war einfach mit ihr. Sie hatte bereits ihre eigene Wohnung in der Hauptstadt gekauft und schien eine selbstständige Frau zu sein. Dann stellte er sie Yara vor. Anfangs war das Kind schüchtern, aber bald genoss sie es, mit Eleonora über Kleider und Farben zu sprechen. Eleonora freute sich aufrichtig über die Zeichnungen, die die kleine Yara ihr brachte, und das Kind erblühte vor Bewunderung und Lob. Conrado erkannte, dass er seine Tochter nicht wie eine Frau unterstützen würde, und begann, mehr Aufmerksamkeit auf Eleonora zu richten. Als er Eleonora einen Heiratsantrag machte, tauchte sein ehemaliger Schwiegervater unerwartet auf und bot ihm sein Landhaus zum Verkauf an. Conrado war überrascht, versprach aber, das Angebot zu prüfen. Es schien ihm seltsam, dass sein Schwiegervater in diesem bestimmten Moment so großes Interesse an seinem Leben zeigte. Er teilte dies mit seinem Freund Vasco, der vernünftigerweise feststellte, dass eine solche Übereinstimmung tatsächlich verdächtig sei, aber es schwer sei, den Verdacht zu bestätigen. Conrado versuchte, etwas über Eleonora herauszufinden, aber außerdem, was er bereits wusste, entdeckte er nichts Neues. Sie wurde in einer kleinen Stadt geboren, zog vor 2 Jahren in die Hauptstadt, kaufte schnell eine Wohnung und arbeitete für eine Werbeagentur. War es ihre Hartnäckigkeit? Nun, was, wenn sie ihn wirklich mochte? Immerhin hätte Yara sie nicht akzeptiert, wenn sie etwas Falsches gespürt hätte. Kinder fühlen sich immer schlecht, wenn eine Person nicht gut ist. Conrado kaufte das Landhaus und heiratete Eleonora. Die 3 lebten in seiner Wohnung und verbrachten die Wochenenden im Landhaus. Ein Jahr verging. An ihrem ersten Hochzeitstag bereitete Eleonora ihm eine Überraschung vor und besuchte das Landhaus häufig. Schließlich am Jahrestag brachte sie ihm Frühstück ans Bett, spielte mit ihm und flüsterte: Eine Überraschung wartet auf dich im Landhaus. Conrado antwortete spielerisch und zog sie zu sich. Soll ich alleine hingehen? Ja, sie drückte ihn leicht weg. Zuerst die Überraschung, dann ich. Oh du Dieb, Conrado zog sie fest an sich und küsste sie. Sag mir, was du vorbereitet hast. Sie wies die zärtlichen Annäherungen ihres Mannes gekonnt ab und schlüpfte schließlich aus dem Bett. Das wirst du nicht vergessen. Ich habe mich wirklich angestrengt, vertrau mir.
Es ist ein absolut luxuriöses Geschenk. Ich bin sicher, du wirst es zu schätzen wissen. Ein paar Stunden später fuhr Conrado verwirrt zum Landhaus. Es war seltsam, dass Eleonora ihn so beharrlich alleine dorthin schickte. Er erinnerte sich daran, wie Yara ihn auf besondere Weise umarmte, bevor er ging, und flüsterte: Ich lasse dich nicht gehen, Papa. An diesem Tag kam es am Stadtrand zu mehreren Autounfällen. Er wollte nicht umkehren, also beschloss Conrado, umzukehren und nach Hause zu fahren. Aber sobald er versuchte, sich aus dem Stau zu manövrieren, um in Richtung Stadt abzubiegen, sah er Eleonoras Auto auf dem Weg zum Landhaus. Er dachte, er könnte sich geirrt haben, aber er wusste sicher, dass ihr orangefarbener Mercedes das einzige Auto in der ganzen Stadt war. Also fuhr sie zum Landhaus und wartete dort mit einer Überraschung auf ihn. Und was ist mit ihm? Konnte er nicht kommen? Also manövrierte er und umging den Stau, um zum Landhaus zu fahren. Dieses dreistöckige Landhaus mit einem riesigen Garten, einer Garage und einem herrlichen Rasen vor dem Haus hat ihm immer gefallen. Im Innersten war er seinem Schwiegervater sehr dankbar, dass er ihm ein Haus verkauft hatte, in dem Conrado sich wirklich ausruhen konnte. Aber jetzt ließ ihn ein beklemmendes Gefühl nicht los, als ob etwas Schreckliches, Unumkehrbares und Unvermeidliches bevorstünde. Er betrat den Hof in der Erwartung, das Auto seiner Frau zu sehen, aber es war nicht da. Er war überrascht, denn er hatte ihr Auto definitiv gesehen. Andererseits war es vielleicht Teil der Überraschung. Im Moment kam er hierher und später würde sie sich ihm anschließen. Er parkte das Auto in der Garage und betrat das Haus. Luftballons in Form von weißen Schwänen und aufblasbaren Eheringen hingen im Wohnzimmer und romantische Musik spielte. Conrado rief seine Frau beim Namen und ging in den zweiten Stock, aber die Tür zu ihrem Schlafzimmer war unerklärlicherweise geschlossen. Offensichtlich war auch das Teil der Überraschung. Er war überrascht und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Inzwischen klingelte sein Handy. Es war Eleonora. Bist du schon dort? Ihre Stimme klang gedämpft und verspielt. Ja, ich warte auf dich, antwortete Conrado. Ich stecke im Verkehr fest, Liebling. Wenn ich ankomme, werden wir sofort zur Überraschung übergehen, schnurrte sie, aber für jetzt, mach dir einen Snack. Nun ja, ich bin eigentlich nicht hungrig. Bis ich da bin, wirst du hungrig sein. Ich bestehe darauf. Okay, nickte Conrado. Ich werde auf dich warten. Ich bin bald da. Ein Kussgeräusch hallte durch das Telefon und der Anruf endete. Conrado näherte sich dem Tisch. Es gab verschiedene Salate, gegrillten Lachs, verschiedene Snacks, Getränke und Champagner. Er fühlte sich wirklich hungrig, besonders als er den Geruch von Fisch und frisch gekochten Kartoffeln wahrnahm. Sie wird bald kommen, schließlich bin ich nicht umsonst hierher gekommen, dachte er, während er Salate auf einen Teller servierte. Nach einigem Überlegen schenkte er ein Glas Champagner ein. Angenehme, entspannende Musik strömte aus den entfernten Lautsprechern. Er setzte sich an den Tisch und begann zu essen. Die Wärme der heißen Gerichte, kombiniert mit den Salaten und dem Champagner, entspannte ihn und versetzte ihn in eine träumerische Stimmung. Conrado merkte, dass er einschlief. Als er den Tisch verließ, ließ er sich auf das Ledersofa fallen. Er spürte seine Arme und Beine nicht mehr, sein Kopf wurde schwer und er fühlte, wie er sich auf eine Reise begab. Auf dieser Reise sah er Leute ins Wohnzimmer kommen, ihn anblicken und vermutlich nach oben ins Schlafzimmer gehen. Es schien, als ob er Gelächter hörte, das in das Weinen eines Kindes überging. Durch den Schlafschleier hindurch wollte Conrado aufstehen und zu seiner Tochter rennen, aber seine Beine gehorchten ihm nicht. Sein Kopf, schwer auf seinem Nacken, erinnerte ihn an ein Wackelkopfspielzeug, das normalerweise im Auto vor dem Fahrer platziert wird und ständig mit dem Kopf wackelt. Er träumte davon, aus dem Haus getragen und irgendwohin gebracht zu werden, und spürte jeden Kilometer, den das Auto zurücklegte, aber sein Körper war gewichtslos und reagierte nicht. Als er die Augen öffnete, drehte sich sein Kopf und schmerzte, und ein helles Licht traf sein Gesicht. Er versuchte, seine Augen mit der Hand zu schließen und merkte, dass er nicht zu Hause war. Er schaute nach rechts, dann nach links. Als er die weißen Wände und das helle Licht vom Fenster sah, wusste er genau, wo er war, Krankenhaus. Er strich mit der Hand über die Decke, berührte sein Gesicht, er hatte einen Stoppeln am Kinn.
Wie lange bin ich schon hier? Fragte Conrado laut und hörte seiner eigenen Stimme zu, und unerwartet hörte er die dünne Stimme der Krankenschwester, die, wie sich herausstellte, in der Nähe saß. 5 Tage. Was ist los mit mir? Schwere Vergiftung. Wie kann das sein? Rief er verwirrt aus und strich weiterhin über sein Gesicht. Wo ist meine Frau? Hat sie dieses Essen auch gegessen? Ist sie am Leben? Ich weiß es nicht, das Mädchen schüttelte den Kopf, ich weiß nichts über ihre Frau. Sie sind hier alleine mit der Vergiftung. Conrado kämpfte darum, sich an die Nacht zu erinnern, als er am Landhaus ankam und einen gedeckten Tisch vorfand, aber ihm fiel nichts ein, als ob alles mysteriös aus seinem Gedächtnis gelöscht worden wäre, und er machte sich immer mehr Sorgen um seine Frau und seine Tochter. Er begann, etwas Unangenehmes zu ahnen. Helfen Sie mir aufzustehen, ich muss mit dem Arzt sprechen. Er versuchte, den Rand des Bettes zu ergreifen, aber sein Kopf brach auseinander und sein Körper gehorchte ihm immer noch nicht. Warten Sie, sagte das Mädchen schnell und verließ den Raum, indem sie die Tür hinter sich abschloss. Conrado wurde wachsam. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber schließlich drehte sich endlich der Schlüssel im Schloss und ein Arzt und ein Mann in Uniform erschienen in der Tür. 2 Polizisten folgten. Wie fühlen Sie sich? Fragte der Arzt und Conrado bemerkte eine gewisse Besorgnis in seinem Ton, die er nicht zu verbergen versuchte. Schrecklich, mein Kopf tut weh. Das ist zu erwarten. Sie hatten eine sehr starke Vergiftung, es ist erstaunlich, dass Sie überlebt haben. Kann ich ihm ein paar Fragen stellen? Fragte der Mann in Uniform. Ich denke schon, aber übertreiben Sie es nicht, warnte der Arzt. Ich bleibe hier, falls Sie dringende Hilfe benötigen. Der Mann, ein stämmiger Mitvierziger mit kurzem Haarschnitt und tiefliegenden Augen, näherte sich Conrado und setzte sich auf einen Stuhl. Erzählen Sie mir, was Sie sich an die Nacht erinnern, als Sie zu Ihrem Haus kamen. Ehrlich? Nichts, antwortete Conrado. Mein Kopf tut schrecklich weh, ich kann mich an nichts erinnern. Sind Sie in den 2. Stock gegangen? Ich erinnere mich nicht, ich glaube schon. Meine Frau sollte kommen, ich habe auf sie gewartet. Der Mann nickte und merkte sich etwas. Als Sie hineingingen, haben Sie dort jemanden gesehen? Ich erinnere mich nicht. Erinnern Sie sich nicht oder haben Sie niemanden gesehen? Ich erinnere mich nicht, ich glaube, ich habe niemanden gesehen. In Ordnung, das reicht, Doktor. Behalten Sie ihn im Auge, lassen Sie ihn nicht aus dem Raum. Informieren Sie uns, wenn er sich zu erholen beginnt. Als die Delegation ging, starrte Conrado für einige Zeit auf die Tür, die wieder von außen geschlossen war, und fragte sich, was passierte. Sein Kopf schmerzte weiter in den nächsten Tagen. Während dieser Zeit entdeckte er, dass 2 Polizisten ständig sein Zimmer bewachten, aber er konnte keine Informationen von den Ärzten oder Krankenschwestern erhalten. Sie alle vermieden es, ihn anzusehen, und behaupteten, nichts zu wissen. Eine Woche später, als der Arzt sagte, er sei gesund genug, bekam Conrado seine Kleidung zurück. Als er sich anzog, warf er einen Blick auf sich selbst im Spiegel. Ein müder, ungepflegter Mann sah ihm entgegen. Er versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Als er sich dem Fenster näherte, sah er einen Polizeiwagen vor dem Krankenhaus geparkt. Zunächst dachte er, seine Sicherheitsleute seien angekommen, aber dann durchdrang ihn ein anderer Gedanke. Wachen hätten mit einem normalen Auto kommen können. Wenn ein Polizeiwagen da war und er heute entlassen wurde, dann. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Er drehte sich scharf um und sah denselben Mann in Uniform mit festen Schritten in den Raum eintreten und verkünden. Conrado Moya, Sie werden des Mordes an 2 Personen beschuldigt. Sie haben das Recht, sich zu verteidigen, Ihnen wird ein Anwalt gestellt, oder Sie können Ihren eigenen engagieren. Ich erinnere Sie auch daran, dass alles, was Sie sagen oder tun, gegen Sie verwendet werden kann. Daher empfehle ich Ihnen, sich nicht zu widersetzen und mit der Untersuchungsisolierung bis zur Gerichtsverhandlung fortzufahren. Aber das ist absurd. Ich habe niemanden getötet, rief Conrado aus. Das werden wir untersuchen. Wenn Sie niemanden getötet haben, werden Sie freigelassen, unterbrach ihn der Mann in Uniform und winkte seinen Kameraden zu, Conrado Handschellen anzulegen. Er wurde in eine Zelle mit einem echten Mörder gebracht,
der betrunken seine Freundin getötet hatte. Er war bereits einmal verurteilt worden und mit einem teilnahmslosen Blick erzählte er Conrado zuerst seine Geschichte und schloss: Hier bin ich, durchlaufe den Prozess wieder. Aber weißt du, man denkt darüber nach, wie viel ich im Leben vermieden habe. Ich habe keine Ausbildung bekommen und ich habe nie wirklich gearbeitet. Ist das nicht Glück? Was sagst du dazu? Conrado zuckte mit den Schultern und näherte sich dem Fenster. Draußen fiel der Oktoberregen und Blätter bedeckten großzügig die Bürgersteige. Er dachte daran, dass er schon lange nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen hatte, aber alle Bitten, mit ihr am Telefon zu sprechen, wurden abgelehnt. Wut überkam ihn und er schlug mit seiner Faust gegen die Wand. »Hey, warum beschädigst du öffentliches Eigentum?« Conrado warf seinem Zellengenossen einen feindseligen Blick zu, beherrschte sich aber, indem er sich daran erinnerte, dass der Nachbar wegen Mordes einsaß. »Ich bin wütend, weil sie mich nicht mit meiner Tochter sprechen lassen. Ich bin ihr einziger Verwandter. Das ist natürlich schlecht. Wenn sie dich verurteilen, schicken sie das Mädchen ins Waisenhaus. Hast du einen Anwalt?« »Ja«, nickte Conrado. »Aber wozu?« »Der Anwalt sagt, alle Beweise sprechen gegen mich. Er wird wahrscheinlich nichts tun. Und du tust so, als wärst du unschuldig«, kniff der Nachbar die Augen zusammen. »Nun ja«, protestierte Conrado. »Ich wäre fast an einer Vergiftung gestorben und jetzt beschuldigen sie mich des Mordes. Natürlich habe ich niemanden getötet.« »Nun ja, Dinge passieren, weißt du. Vielleicht hast du etwas vergessen. Und wenn du nichts vergessen hast, vielleicht versucht jemand, dich loszuwerden.« Conrado starrte schweigend auf den Boden seiner Zelle. Weder Eleonora noch Marcelinas Eltern noch seine Arbeitskollegen hatten ihn in all dieser Zeit besucht. Warum? Er konnte sich nicht daran erinnern, was auf dem Landhaus passiert war. Aber jetzt begann er zu verstehen, dass diese Gleichgültigkeit nicht ohne Grund war. Es war klar, dass er nicht einfach nur alleine gelassen und vergessen worden war. Er erkannte schrecklich, dass die Nachbarin des Mörders recht hatte. Yara sollte in ein Waisenhaus geschickt werden. Er stürzte zur Zellentür, schlug mit den Händen dagegen, trat mit den Füßen dagegen und brach schließlich auf dem Boden zusammen, schluchzend. »Du bist hier für eine lange Zeit«, flüsterte eine leise Stimme in seinem Kopf, und dann hörte Conrado den Nachbarn zu ihm sprechen. »Wenn du unschuldig bist, wie du sagst, ist es besser, es zu akzeptieren. Es wird schlimmer sein, wenn du anfängst, Widerstand zu leisten. Sie werden dir eine Strafe geben und dann wirst du vielleicht auf Amnestie freigelassen. Aber wenn du widerstehst, werden sie dich für die volle Zeit behalten. Wie heißt deine Tochter?« »Yara«, antwortete Conrado durch Tränen. »Nun, so Gott will, wirst du herauskommen und sie finden. Und wenn du sie nicht findest, wirst du eine andere Frau finden. Du wirst heiraten und eine andere Tochter haben.« Conrado erinnerte sich an Yaras Augen, stand vom Boden auf, ging zum Bett und ließ sich mit einem Stöhnen darauf nieder. Bei der Verhandlung wurde er des Mordes an zwei Personen angeklagt. Die Ermittlungen behaupteten, dass der Angeklagte zusammen mit zwei Bürgern, einem 25-jährigen Mädchen und einem 38-jährigen Mann, im Landhaus Alkohol getrunken und dann einen Streit gehabt hatte, und er habe sie in seinem Schlafzimmer erstochen. Conrado gestand seine Schuld nicht, aber der Arzt stellte unter Berufung auf die Ergebnisse der Expertenuntersuchung fest, dass der Beobachter teilweise Gedächtnisverlust hatte, also erinnerte er sich wahrscheinlich nicht daran, was er getan hatte. Ihm wurde eine 15-jährige Strafe auferlegt. Weder seine Frau noch Marcelinas Eltern waren im Gerichtssaal. Als er die Aussichtslosigkeit von Berufungen erkannte, bat Conrado darum, sich mit einem alten Freund zu treffen. »Vasco, ich flehe dich an, wenigstens einige meiner Fotos zu retten, besonders die mit Yara. Vielleicht hast du auch Fotos von Ophelia. Ich werde hier rauskommen, ich werde meine Tochter finden. Ich werde es tun«, sagte Vasco ernst. »Pass einfach auf dich auf. Das Gefängnis ist ein gefährlicher Ort.« Am nächsten Tag wurde Conrado in einem Spezialfahrzeug ins Gefängnis gebracht. Von den 15 Jahren schienen nur der erste und der letzte endlos zu sein. Im ersten Jahr weinte Conrado manchmal still, im Bewusstsein, dass er vielleicht nie herauskommen oder seine Tochter finden würde. In den nächsten 13 Jahren resignierte er sich damit,
dass er auf Bewährung leben müsste, und richtete all seine Anstrengungen darauf, seine geistige Gesundheit zu bewahren. Er begann dem Priester beim Unterricht zu helfen, lernte Gebete und trat dem Chor bei. Manchmal schien es ihm während der Gottesdienste, als sähe er Yara lebhaft vor sich, wie sie aufwuchs, in der Schule lernte, malte. Jetzt, da sie 15 war, verliebte sie sich vielleicht zum ersten Mal. Immer wieder betete er zu Gott und bat ihn, seine kleine Tochter zu beschützen, sie sicher zu halten und sie im Leben zu führen. Vasco besuchte ihn gelegentlich. Eleonora reichte fast sofort nach Conrados Verhaftung die Scheidung ein. Er wurde zunehmend überzeugt, dass er an jenem schicksalhaften Tag tatsächlich Mercedes gesehen hatte, und vielleicht war alles erfunden worden, um ihn des Mordes zu beschuldigen und einzusperren. Aber warum? Wer wollte sein Leben zerstören und vor allem das Leben seines Kindes? Yara wurde in ein Waisenhaus gebracht, Vasco informierte ihn auch darüber. Ein paar Jahre später stellte sich jedoch heraus, dass ein paar Yara adoptiert hatte, aber Vasco konnte keine Informationen über diese Menschen finden. Im letzten Jahr seiner Strafe bereitete Conrado einen Aktionsplan vor. Er beabsichtigte, Eleonora zu finden, zu ihr zu gehen und sie ehrlich sprechen zu lassen. Dann würde er seine Tochter finden, einen Job finden und ein neues Leben beginnen. Doch auch dies sollte nicht dazu bestimmt sein, zu geschehen. Alle Konten von Conrado wurden sofort nach seiner Einlieferung ins Gefängnis gesperrt. Nun bei seiner Entlassung entdeckte er, dass seine Wohnung an Einwanderer aus irgendeinem afrikanischen Land verkauft worden war. Auch das Landhaus war verkauft worden und Eleonora war spurlos verschwunden. Er konnte keinen offiziellen Job bekommen wegen einer Verurteilung wegen Mordes. Wieder einmal half ihm Vasco. Er schlug vor, in ihre Heimatstadt zu ziehen, anonym freiberuflich zu arbeiten und gleichzeitig nach Yara zu suchen. Zunächst wollte Conrado die Hauptstadt nicht verlassen, aber nach 6 Monaten des Versuchs, einen inoffiziellen Job zu finden, musste er zugeben, dass die Idee des Umzugs gar nicht so schlecht war. Anfangs hatte er auch dort Schwierigkeiten, einen Job zu finden, und Conrado musste Lebensmittel und Kleidung aus den Müllcontainern der Stadt sammeln. Allerdings erreichte er nach und nach sein Ziel, er mietete eine Wohnung auf den Namen von Vasco, zahlte gewissenhaft dafür und versuchte, verlorenes Wissen und Fähigkeiten maximal wiederherzustellen. Indem er erkannte, dass es einige Zeit dauern würde, ein Leben als ehrlicher Mann zu beginnen. Ein Gedanke inspirierte ihn und er stellte sich vor, dass er eines Tages, wenn er seine Tochter gefunden und ihr die Wahrheit gesagt hätte, sich nicht für ihn schämen sollte. Es stellte sich jedoch heraus, dass es unmöglich war, Informationen über Yara zu erhalten. Sie sollte jetzt 20 sein. Vielleicht plante sie sogar zu heiraten. Und wer weiß, vielleicht hatte sie in diesen Jahren in einer anderen Familie mit Menschen, die ihre Eltern geworden waren, bereits ihren echten Vater vergessen. Der Gedanke, dass er im Alter von über 40 Jahren vollständig allein sein könnte, erschreckte Conrado zutiefst. Seine Eltern ließen sich scheiden, er kannte seinen Vater nie, und seine Mutter starb kurz nach seinem Umzug in die Hauptstadt. Yara war seine einzige wahre Familie. Aber er wusste nicht, wie er sie finden sollte, und manchmal ertränkte er seine überwältigende Verzweiflung in Branntwein. Das Leben ging weiter. Conrado lebte immer noch in seiner Heimatstadt und arbeitete unermüdlich, um Geld zu sparen und in die Hauptstadt zurückzukehren. Jetzt, da er unter gewöhnlichen Menschen lebte, nicht ständig wachsenden Geschäftsleuten und ihren schönen Ehefrauen, erinnerte er sich an die Jahre im Gefängnis. Ein dicker Durst nach Rache stieg in seiner Brust auf. Er ging in die Kirche und beichtete, aber der Wunsch, diejenigen zu sehen, die sein Leben ruiniert hatten und seine Tochter genommen hatten, und ihre Bestrafung zu erleben, kehrte immer wieder zurück. »Bitte verstehen Sie, ich möchte nicht, dass Ihnen etwas Schreckliches passiert«, flüsterte er dem Priester zu, »aber ich kann nicht loslassen. Sie haben meine Tochter weggenommen und ich kann nichts über sie herausfinden. Wenn ich nur wüsste, dass alles in Ordnung ist, aber ich weiß es nicht und deshalb...« »Du bist wütend«, antwortete der Priester. »Sei nicht. Wenn Wut da ist, kannst du die Liebe nicht hören, du hörst nicht auf dein Herz. Sie nennen es Intuition, aber in Wirklichkeit ist es eine Art Herzstimme. Wenn du an deine kleine Tochter denkst, vergiss alles, was dir passiert ist, und höre einfach darauf, was dein Herz sagt, lebt sie oder nicht, ist sie glücklich oder nicht. Schließlich bist du ihr leiblicher Vater.
Conrado nickte. Du wirst feststellen, dass nicht nur das Herz einer Mutter klar sieht. Ich will sie nur finden, behauptete Conrado hartnäckig. Und wieder beruhigte ihn die gedämpfte Stimme des Priesters. Vertraue dem Herrn. Wenn sie lebt und gesund ist, wird der Herr alles arrangieren und ihr werdet euch treffen. Aber was ist, wenn sie mich nicht erkennt? Conrado teilte die Angst, die ihn in den letzten 5 Jahren gequält hatte. Der Priester zuckte mit den Schultern. Wir erkennen immer unsere Lieben und dein Verstand ist zu ruhelos, immer bemüht zu berechnen und im Voraus zu wissen, möchte vor Gott rennen. Kannst du das tun? Ein Mensch ist töricht, weil er ständig versucht, vorauszuspringen. Du solltest demütig sein. Du kannst nicht mehr tun, als du jetzt tust. Das ist sein Wille. Und dann kommen sofort neue Möglichkeiten und Antworten. Du denkst darüber nach, wie du sie finden kannst, aber sie könnte dich einfach selbst finden, und er schloss mit einem erstaunten Blick von Conrado ab, denn die Wege des Herrn sind unergründlich. Conrado kehrte nach Hause zurück und erinnerte sich an die Worte des Priesters. Er hatte ihn zuvor angesprochen, aber früher schien der Priester streng und rief Angst hervor. Jetzt strahlte der Priester ein warmes Gefühl der Akzeptanz aus, als ob dieser Vater, den Conrado nie gekannt hatte, plötzlich in seinem Leben erschien und ihn wie ein Mann vertraulich zum Licht führte, dieser verlorene und unglückliche Mann. Zu Hause schaltete Conrado den Fernseher ein und ging, um das Abendessen zuzubereiten. Mit einem Teller Pasta kehrte er ins Zimmer zurück und setzte sich vor den Fernseher, wo die Moderatorin, eine schöne, gebräunte Brünette, verkündete: Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu und wir laden Sie zu unserer nächsten Sendung, so sehe ich das, die den jungen kreativen Menschen unseres Landes gewidmet ist. Heute ist die Gastgeberin des Programms die Künstlerin Yara Moya aus der Hauptstadt. Sie wird darüber sprechen, wo sie ihre Inspiration findet und welche Rolle ihre Familie in ihrer Entwicklung gespielt hat. Die Moderatorin ist Natalia Santes. Conrado machte es sich gemütlich. Er mochte dieses Programm. Junge Künstler kreierten in verschiedenen Genres und Stilen, und er erinnerte sich an seine Studienjahre, zahlreiche Skizzen, Ofelia und ihre Werke und Yaras Zeichnungen, noch unbeholfen, aber so inspiriert. Dieses junge Mädchen hieß Yara, und auf dem Bildschirm war ihr großes Portfolio zu sehen, ihre Hände mit einem Pinsel oder Pastellstiften und ihr Blick von hinten blitzte auf. Die Stimme aus dem Off las die Einführung vor. Yara sagt, dass ihre Heimatstadt, Bücher und Kino ihr helfen zu kreieren. Lassen Sie uns ihr zuhören. Conrado hörte eine angenehme, melodische Stimme, geprägt von jugendlichem Enthusiasmus. Ich liebe wirklich Filme. Als ich klein war, nahmen mich meine Adoptiveltern oft ins Illusion-Theater mit. Wahrscheinlich habe ich dort endgültig beschlossen, Künstler zu werden. Ich war fasziniert von den Filmplakaten. Die Filme selbst waren sehr künstlerisch, ich habe buchstäblich einige Szenen wie Gemälde gesehen und sogar Namen für sie erfunden. Conrado nickte zustimmend, während er ihr zuhörte. Aber das Gesicht des Mädchens war noch nicht gezeigt worden. Stattdessen begann die Stimme hinter den Kulissen die kreativen Leistungen der jungen Dame aufzuzählen. Gewinner des Wettbewerbs um die Präsidentengrants für die Schaffung einer Serie von Gemälden, Stipendiatin der Akademie der Künste und Gewinnerin der Goldmedaille. Die Liste der Leistungen war beeindruckend und für Conrado etwas langweilig, da all dies längst an ihm vorbeigegangen war und kein Interesse mehr weckte. Gut für sie, was soll man sagen, dachte er bei sich, während er langsam die Kamera vom Staffelei entlang den Fingern des Mädchens zu ihren Schultern, ihrem dicken kupferfarbenen Haar, ihrem geformten Nacken, ihren Wangenknochen, ihrer geraden Nase und Augen in einer vertrauten aquamarinblauen Farbe bewegte. Im ersten Moment konnte Conrado seinen Augen nicht trauen, aber je länger dieses schöne, inspirierte Gesicht auf dem Bildschirm blieb, desto klarer wurde ihm, dass er seine Tochter ansah. Yara, rief er aus, schob seinen Teller beiseite und eilte, seinen Freund anzurufen. Sonntags war Vasco normalerweise außerhalb der Stadt, aber dieses Mal schaffte es Conrado, ihn zu Hause zu erreichen. Vasco, Sie zeigen Yara im Fernsehen, rief Conrado freudig in den Hörer. Es gab eine Pause, Vasco überlegte offensichtlich, wer Yara sein könnte, von dem er sprach. Bevor Conrado es ihm erklären konnte, rief Vasco fast: Deine Tochter? Bist du sicher?
Vasco, ich habe ihre Augen gesehen. Es gibt keine anderen Augen wie ihre, sie hat sie von ihrer Mutter geerbt. Inzwischen hatte Vasco den Fernseher eingeschaltet und nach einer Weile sagte er: Conrado, Glückwunsch! Das Mädchen ist wunderschön geworden. Überwältigt von Glück hörte Conrado fast nicht, was Vasco sagte. Er realisierte, dass seine Tochter am Leben war und immer noch eine so brillante Karriere als Künstlerin verfolgte, sein Kopf drehte sich und schmerzte. Er entschuldigte sich abrupt und legte auf. Das Mädchen fuhr fort mit ihrer Geschichte. Ich hatte wirklich Glück mit den Menschen. Wahrhaftig, ich habe die Nächsten verloren. Mama starb, als ich noch sehr klein war, und Papa starb, als ich etwa 5 Jahre alt war. Ich lebe noch, rief Conrado aus. Sie schickten mich in ein Waisenhaus, aber ich blieb nicht lange dort. Als Papa noch lebte, besuchte uns seine Freundin Nora oft, und wir wurden sehr eng. Und dann hat sie mich adoptiert und Papas Frau verschwand, als er starb. Aber jetzt bin ich wieder allein. Als ich 19 war, starben Nora und ihr Mann bei einem Flugzeugabsturz. Zum Glück war ich schon erwachsen, also habe ich es geschafft. Ich habe mit einem Psychologen gearbeitet und die Kraft gefunden, weiterzuleben und zu kreieren. Die Serie Meine Familie widmet sich diesem Thema, das Gewinnen und Verlieren enger Verwandter. Es muss schwierig sein, solche Verluste in deinem Alter zu durchleben, fragte der Moderator mitfühlend. Yara lächelte und Conrado erkannte diese kindlichen Grübchen und die zarte, offene Freude, die in jenen fernen Tagen so reichlich vorhanden war. Ich habe einen Freund. Er ist Anwalt, aber er unterstützt mich sehr und seine Familie auch. Natürlich ist es nicht einfach, aber ich glaube, dass in einer besseren Welt alle meine Verwandten glücklich und gesund sind und das gibt mir die Kraft zu leben. Conrado brach in Tränen aus. Er weinte aus Hilflosigkeit, aus Angst, dass sie, seine Tochter, jetzt nichts mehr von ihm wissen wollte, da sie dachte, er sei schon so lange tot. Er verspürte das brennende Verlangen nach Rache für all die Verluste, den Schmerz und die Ängste in seiner Brust. Aber dann durchzuckte ihn ein Gedanke, was, wenn die Rache die Menschen bereits einholt? Warum adoptierte Nora so leicht ein fremdes Kind und warum besuchte sie das Mädchen ständig all die 5 Jahre lang? Was, wenn es nicht nur darum ging, fürsorglich zu sein? Schrecken überkam ihn, als er dachte, dass alles, was ihm vor 20 Jahren passiert war, im Voraus geplant und von seinem ehemaligen Schwiegervater und seiner Schwiegermutter inszeniert worden war. Der Druck stieg und er legte sich auf das Sofa. Die Show endete und er schaltete den Fernseher aus. Das Telefon klingelte erneut, es war Vasco. Also, was wirst du tun? Fragte er forsch. Ich weiß es nicht, mein Freund, antwortete Conrado kaum hörbar. Du musst sie treffen. Ja, wahrscheinlich, aber Vasco, sie erinnert sich nicht einmal an mich. Vasco pausierte, nachdenklich. Ich habe alle Fotos behalten, die du verlangt hast. Du kannst sie ihr zeigen. Aber was ist, wenn sie nicht kommunizieren will? Teilte Conrado seine Angst. Sie hat so eine erfolgreiche Karriere und hier bin ich, ein Verbrecher. Ja, das ist ernst, stimmte Vasco zu. Aber du musst ihr nicht unbedingt gleich alles erzählen. Wie erkläre ich ihr, dass ich lebe, aber es nicht für nötig gehalten habe, ihr in 20 Jahren zu schreiben oder anzurufen? Nun, wer weiß, was passieren könnte, sagte Vasco gelassen. Denk nicht zu viel nach, du bist nicht allmächtig. Es ist besser, darüber nachzudenken, wie du sie finden wirst. Ich kann in der Redaktion anrufen und nach ihrer Nummer fragen, schlug Conrado verwirrt vor. Ja, ruf einfach an und sag, hallo, Yara, ich bin dein leiblicher Vater. Nein, mein Freund, das müssen wir anders machen. Wie wäre es über soziale Medien? Das ist eine Möglichkeit. Aber wiederum, was wirst du sagen? Hallo, Yara, ich bin dein Vater. Sie könnte dich blockieren und dich bei der Polizei wegen Belästigung melden. Soll ich zu ihrer Ausstellung kommen? Nun, das ist nur ein Handlungsstrang für die Sendung, lachte Vasco. Nein, schau, sie hat eine Website. Lass mich ihr schreiben und sagen, dass ich ihre Eltern kannte und ihre Kindheitsfotos mit ihnen habe. Wenn sie zustimmt, werden wir uns treffen, ich werde ihr mehr erzählen und ich werde ihr die Fotos geben. Und dann werden wir sehen, vielleicht kannst du später persönlich vorbeikommen.
Vascos Idee klang ziemlich überzeugend. Conrado konnte nichts dagegen einwenden. Am selben Tag wählten sie eines der Bilder des Mädchens aus, auf dem sie mit Conrado, Eleonora und Nora zu sehen war, und Vasco schickte ihr folgende Nachricht. Hallo, Yara. Ich habe dein Interview mit Interesse verfolgt. Es ist so, dass ich deine leiblichen Eltern kannte. Ich denke, du würdest interessiert sein, etwas über sie zu erfahren. Ich schicke dir ein Foto, auf dem du mit deinem leiblichen Vater, seiner Frau und deiner zukünftigen Adoptivmutter zu sehen bist. Dein Vater lebt, aber er wusste lange Zeit nichts von dir. Ich würde dich gerne treffen, dir die Fotos, die ich habe, übergeben und dir etwas über deinen Vater erzählen. Sie schickten den Brief am Sonntagabend. Während der Arbeitswoche konnte sich Conrado nicht auf seine Arbeit konzentrieren und fragte Vasco dreimal am Tag, ob es eine Antwort gab. Es kam keine Antwort. Vielleicht überprüft sie ihre E-Mails nicht jeden Tag, spekulierte Vasco am Dienstagabend. Ich werde sie dir weiterleiten, sobald sie antwortet. Hast du den Spam-Ordner überprüft? Klärte Conrado auf. Ich überprüfe ständig alles, versicherte Vasco ihm. Conrado, ich mache mir Sorgen um dich. Du hast so viel durchgemacht, ein anderer hätte vielleicht schon aufgegeben, aber du arbeitest und gehst zur Kirche. Nun ja, ich gehe zur Kirche, also werde ich nicht aufgeben, grinste Conrado. Ich verstehe, aber warte, vielleicht ist es noch nicht die richtige Zeit. Eine Antwort kam eine Woche später. Das Mädchen schrieb, Hallo, Vasco. Ich konnte nicht sofort antworten, dein Brief hat mich überrascht. Also ist mein Vater am Leben. Nora sagte, er habe sich als schlechter Mensch herausgestellt und etwas sei mit ihm passiert, wahrscheinlich ist er gestorben. Weißt du etwas über ihn? War er im Gefängnis? Wo ist er jetzt? Ich möchte dich wirklich treffen und über ihn sprechen. Aber mein Freund wird mitkommen, wenn es dir nichts ausmacht. Am Ende des Briefes hinterließ sie ihre Telefonnummer für den Kontakt. Vasco hielt es für notwendig, Conrado zu warnen, ruf sie nicht selbst an, du könntest sie erschrecken. Conrado fühlte sich die ganze Woche über unwohl, griff ständig zum Telefon und betrachtete die Nummer seiner Tochter. Dort war sie, er könnte sie einfach anrufen, aber Vasco hatte recht, es gab keinen Grund, sie zu erschrecken. Schließlich erforderten die Jahre der Trennung Fingerspitzengefühl. Das war der Moment, in dem die Freunde beschlossen, gemeinsam in die Hauptstadt zu fahren und sie als Team zu treffen. Bleib einfach zurück und ich werde das Gespräch führen, sie vorbereiten und dich dann hinzuziehen, schlug Vasco vor. Conrado stimmte zu. Jetzt, da seine Tochter ihn tatsächlich gefunden hatte, erinnerte er sich an die Worte des Priesters und bemühte sich sehr, nicht zu überstürzen, nicht vorauszueilen. Die Freunde nahmen einen Zug am Morgen. In der Hauptstadt übernachteten sie bei einem entfernten Verwandten von Vasco, der im östlichen Teil der Stadt lebte. Sie vereinbarten ein Treffen in einem gemütlichen Café. Yara selbst reservierte einen Tisch in einem privaten Bereich für ein ruhiges Gespräch. Ich gehe zuerst rein und sage ihr Hallo. Du kommst etwas später. Ich möchte nicht, dass sie uns sofort zusammensieht, instruierte Vasco. Er brachte ein Tablet mit, auf dem er das gesamte Fotoarchiv in einem der Ordner gespeichert hatte, den er auf Conrados Bitte heruntergeladen hatte. Das gleiche Archiv befand sich auf einem USB-Stick, den er dem Mädchen geben wollte. Warte, sagte Conrado, was ist, wenn ich ihr den USB-Stick gebe? Vasco sagte, das ist eine gute Idee und nickte zustimmend. Ich werde sagen, dass ich einen USB-Stick habe und ihn bringen werde, so als hätte ich ihn in meinem Mantel vergessen, und dann kommen wir zusammen rein, das ist es. Er lächelte und sah Conrado an, der mit verblüfftem und angespanntem Gesichtsausdruck da saß. Alles wird gut, Conrado. Mit diesen Worten betrat Vasco das Restaurant. Conrado blieb auf der Straße stehen. Es war mitten in der Woche und der Ort war voller Autos. Er betrachtete die glänzend neuen schwarzen Mercedes und Audis und erinnerte sich an die Zeit, als er dasselbe Auto besaß. Er erinnerte sich an den Geruch von neuem Leder im Innenraum und seine Hände erinnerten sich an den Griff des Lenkrads und des Getriebes. Gelegentlich fuhr er diese Straße entlang und wartete an den Ampeln. Die Hauptstadt hatte sich im Laufe der Jahre erheblich verändert.
Obwohl er den Geist dieser Veränderungen noch nicht ganz erfassen konnte und ob sie ihm gefielen oder nicht, blies ihm der Wind etwas zu, sodass er fröstelte, aber er blieb draußen vor dem Restaurant stehen und warf einen Blick auf seine Uhr. Sie hatten beschlossen, dass Vasco ihm Bescheid geben würde, wann er hereinkommen und einen Tisch bestellen könnte. Schließlich erhielt Conrado eine SMS von Vasco und er war gerade dabei, das Restaurant zu betreten, als er plötzlich innehielt. Eleonora kam auf ihn zu. An der Frau, die ihn einst hartnäckig umwarb, um ihn zu heiraten, war immer noch etwas. Zumindest wusste er sicher, dass sie es war, aber ihr Gesicht war etwas geschwollen, ihre frühere Figur unter einem schwarzen, schäbigen Mantel kaum wiederzuerkennen und ihr Gang war unsicher. Es war offensichtlich, dass sie getrunken hatte. Unerwartet erfuhr er, dass auch sie ihn erkannt hatte. Conrado, bist du das? Sie eilte herbei, um ihn zu umarmen, und umhüllte ihn mit dem Geruch von Alkohol und abgestandenem Zigarettenrauch. Schau mal, wer hier ist, lachte sie und zeigte einen Mund, der zwei Zähne vermisste und die restlichen waren unheimlich verfärbt. Was führt dich hierher? Bist du freigelassen worden? Bin ich, antwortete Conrado und entfernte sich. Ich bin geschäftlich hier. Wo wohnst du? Dein Ex-Schwiegervater hat mir hier eine Wohnung gegeben, nicht weit weg. Und wo bist du? Wie lange bleibst du? Ich weiß es noch nicht, antwortete Conrado ehrlich. Nun schau mal, wir könnten uns treffen, zwinkerte sie. Ich muss nur meinem Partner Bescheid geben, dass mein Ex-Mann zu Besuch ist, sonst wird er eifersüchtig. Gib mir deine Adresse, bat Conrado und öffnete sein Telefon. Eleonora diktierte ihm ihre Nummer und begann erneut zu umarmen. Du siehst ziemlich gut aus, bemerkte sie. Als sie dich mit 15 einsperrten, dachte ich, du kommst nie wieder raus. Und hier bist du lebendig und du wirst gesünder sein als ich. Sie lachte wieder mit einem unheimlichen Lachen. Was können wir von dir erwarten? Du bist ein Mann, ein harter Brocken, und sie lachte wieder. Conrado beobachtete sie, wie sie zur Ampel schwankte und dann nach rechts abbog. Wahrscheinlich ging sie entlang des Boulevards zum Denkmal und bog dann links ab, wenn sie natürlich nach Hause ging. Er fröstelte. Ihre Kleidung war markiert, aber nicht mehr neu, ihr Make-up betonte ihre Hässlichkeit und der Geruch von teuren Zigaretten verursachte Ekel, genauso wie die fehlenden Zähne und das vulgäre Lachen. Conrado zuckte zusammen, als er daran dachte, dass eine Person, die sein Schicksal ruiniert hatte, dafür mit ihrer Schönheit und Gesundheit bezahlt hatte. Seltsamerweise löste das bei ihm kein Gefühl der Befriedigung aus, im Gegenteil, er erwischte sich dabei, dass er Mitleid mit ihr empfand oder vielmehr mit ihr sympathisierte. Wahrscheinlich würde sie sich im nächsten Jahr oder so ins Vergessen trinken. Vasco unterbrach diese Gedanken, indem er hinausstürzte und vorgab zu rauchen. Ich habe dir eine SMS geschrieben und bin dann rausgegangen, als ob ich auf die Toilette müsste, aber ich habe dich nirgendwo gefunden. Hast du die Nachricht nicht bekommen? Fragte er. Ich habe meine Ex-Frau getroffen, erklärte Conrado. Vasco sah ihn erstaunt an. Sie trinkt schwer und lebt in der Nähe, sie hat mir ihre Adresse und Telefonnummer gegeben. Wofür brauchst du das? Fragte Vasco. Ich möchte herausfinden, wer mich reingelegt hat. Glaubst du, sie wird es dir sagen? Für eine Flasche wird sie alles ausplaudern, sagte Conrado mit einem spöttischen Lächeln. Okay, du geh rein, ich komme bald wieder. Wie geht es meiner Tochter? Fragte Conrado besorgt. Sie ist ein tolles Mädchen, berichtete Vasco. Wir haben ein wenig geplaudert. Ich habe sie alleine mit ihrem Freund gelassen. Ich habe mein Tablet übergeben, sie sehen sich die Fotos an. Haben Sie über mich gesprochen? Noch nicht viel. Ich komme bald wieder und dann werden wir darauf eingehen. Geh rein, zieh es nicht in die Länge. Conrado wartete weitere 5 Minuten und betrat dann das Restaurant. Er bat um einen Tisch in der Ecke, damit er seine Tochter nicht vorzeitig treffen würde. Zunächst bestellte er nur Kaffee, aber bald darauf fühlte er sich unglaublich hungrig und bestellte eine warme Mahlzeit. Er fühlte, dass er nicht konnte und nicht wollte über Ivas nachdenken. Nicht einmal Gebete kamen ihm in den Sinn. Dieser Zustand war nicht wie Taubheit, vielmehr war es eine ruhige Akzeptanz alles dessen, was passieren würde. Ruhige Instrumentalmusik erfüllte das Restaurant und schuf eine friedliche Atmosphäre.
Er konsumierte langsam sein Mittagessen und sein Blick glitt über die Gesichter der Gäste, verweilte nie lange bei jemandem. Ein ruhiger, angenehmer Gedanke breitete sich in seinem Körper aus. Alles ist sehr gut, alles, was passiert, ist sehr gut. Das Handy-Display leuchtete auf und er bekam eine SMS von Vasco. Conrado las sie. Komm rein, sie wartet auf dich. Conrado sprang auf und plötzlich wurde seine Ruhe von Unruhe abgelöst. Was würde sie sagen? Wie würde sie ihn ansehen? Und was ist mit ihrem Freund? Was würde er denken? Was würde er sagen? Und dann erinnerte er sich an Eleonora, den Geruch von Zigaretten und Alkohol und ihren unsicheren Gang. Das Gleiche erwartete ihn, wenn er jetzt nicht zu seiner Tochter gehen würde. Entschlossen ging er in den intimen Essbereich. Yara saß da, ihr Freund umarmte sie um die Schultern. Die Emotionen auf ihrem Gesicht deuteten darauf hin, dass sie eine Wirbelwind der Gefühle durchlebte. Doch sobald sie Conrado sah, stand sie abrupt auf und bewegte sich auf ihn zu, stieß dabei versehentlich gegen den Tisch. »Hallo, Yara«, sagte er. Er fühlte sich unbeholfen und unsicher, wie er sich verhalten sollte. »Hallo«, sagte sie. »Nun, hier bist du also.« Eine unbekannte Kraft zwang Conrado dazu, seine Arme zu öffnen, in die seine Tochter eilte. Sie umarmten sich fest, er strich zögerlich mit der Hand durch ihr Haar, diese vertraute kupferne Farbe. Er wusste nicht, was als nächstes passieren würde, aber er wollte diesen Moment so lange wie möglich verlängern. »Früher bist du zu mir gerannt und hast dich in deiner Kindheit versteckt, wenn du Angst hattest«, lächelte er. Sie blieb still. »Und du mochtest es, an meinen Ohren zu ziehen.« »Ernsthaft?« Sie trat zurück und hob ihre aquamarinblauen Augen zu ihm. Und er erinnerte sich an Ophelia. Alle 5 Jahre mit dem Kind blitzten vor seinen Augen auf und Tränen flossen von alleine. Er trat zurück und setzte sich. Yara kehrte zu ihrem Platz neben dem jungen Mann zurück. Alle schwiegen, nur Vasco schob einen Serviettenhalter zu Conrado. Nach einer Weile, als Conrado wieder zu sich kam, war es Zeit, sich einander vorzustellen. Er erzählte Yara und ihrem potenziellen zukünftigen Schwiegersohn, wie er gekommen war, um die Hauptstadt zu erobern, die Tochter von Nora geheiratet hatte, eine Affäre mit Yaras Mutter hatte, alleine mit seiner Tochter zurückgeblieben war und später Eleonora auftauchte. Hier sagte Yara: »Weißt du, ich habe sie ein paar Mal im Zentrum gesehen, ich erinnere mich an sie.« »Hast du gesprochen?«, fragte Conrado. »Nein, warum sollte ich?« »Kennst du Marcelina?«, klärte Vasco auf. »Wir haben uns ein paar Mal getroffen, sind aber nie richtig miteinander warm geworden. Ich wusste, dass sie eigentlich meine ältere Schwester sein sollte, da ihre Eltern mich adoptiert haben, aber sie hat immer Distanz gehalten. Jetzt verstehe ich, warum.« »Wie geht es ihr?«, fragte Conrado. »Das letzte Mal haben wir uns auf einer Beerdigung getroffen«, antwortete Yara. »Ich glaube, sie ist schwer krank, hat viel Gewicht verloren, hat sich von ihrem zweiten Mann scheiden lassen und er hat das Kind mitgenommen.« Es herrschte eine Pause. Alle schwiegen. Aber der Gedanke, dass alles in der Welt nicht zufällig ist, schwebte über dem Tisch. »Warum hast du dich nicht verteidigt?«, fragte Yara. Conrado zuckte mit den Schultern. »Alle meine Konten wurden sofort gesperrt. Wahrscheinlich damit ich keinen Anwalt engagieren konnte. Ich habe die Schuld nicht zugegeben, aber...« Yara hielt inne und fragte dann in einem kalten Ton: »Glaubst du, Nora und Paolo haben alles erfunden?« »Wie sollte ich das wissen?«, antwortete Conrado. Aber dann stieß Vasco ins Gespräch. »Natürlich. Mir scheint, alles ist klar. Sie haben Eleonora eingestellt, um dich zu heiraten. Deine Ex-Schwiegermutter kümmerte sich 5 Jahre lang um das Kind, damit sich das Mädchen an sie gewöhnt, und dann haben sie einfach ihre schmutzige Arbeit gemacht, dich reingelegt und das Kind adoptiert. Aber warum? Was hat Nora davon abgehalten, uns zu besuchen? Sie hätte uns ihr ganzes Leben lang besuchen können. Ich war nicht dagegen, ich dachte, sie kümmert sich um mich wie eine Mutter, besonders nach dem Tod meiner eigenen Mutter. Und sie, wie eine Schlange, hat auf den richtigen Moment gewartet. Ich verstehe es nicht.
Sie hat immer gesagt, sie wollte wirklich noch ein Kind, aber Paolo war dagegen, sagte Yara. Wahrscheinlich hat sie deshalb das getan. Alle schwiegen. Die Dämmerung senkte sich über die Hauptstadt und die Anzahl der Autos nahm zu. Alle begannen sich zu ihren Häusern zu verteilen. Yaras junger Mann brach das Schweigen. Vielleicht sollten wir heute aufhören. Wo übernachtest du? Bei Verwandten, antwortete Vasco. Treffen wir uns morgen bei uns. Und denken wir darüber nach, was wir tun können. Du möchtest wahrscheinlich zurück in die Hauptstadt, fragte er Conrado. Conrado zögerte mit der Antwort, in den letzten Monaten hatte er nicht darüber nachgedacht. Ich weiß es nicht, Jungs, gab er zu. Wer würde mich einstellen, wenn ich im Gefängnis wäre? Wir werden Eleonora und Marcelina finden und das Gerichtsurteil aufheben lassen, erklärte der junge Mann. Vasco und Conrado hatten nicht darüber nachgedacht, aber beide verstanden, dass es nicht so unerreichbar war. Das ist eine brillante Idee, rief Vasco aus. Antonio, du bist ein Genie, sagte Yara zärtlich. Dann gehen wir morgen zu Eleonora. Hast du ihre Adresse? Fragte sie Conrado. Ja, alles ist da, sie wohnt in der Nähe. Wir sind 10 Kilometer von hier entfernt, antwortete Antonio. Als er Conrados Ausdruck sah, klärte er auf. Es ist die Wohnung, in der Yara als Kind lebte. Na ja, genau gesagt, mein Vater und ich haben dort gelebt, klärte Yara auf und nickte in Richtung Conrado. Dann habe ich mit Nora gelebt, aber sie und ihr Mann haben immer gesagt, dass die Wohnung mir gehört und ich dorthin ziehen könnte, wenn ich 18 werde. Also habe ich das getan. Warst du glücklich mit ihnen? Fragte Conrado eine Frage, die ihn beschäftigte. Nun, es ist schwer zu sagen, das Mädchen schaute weg, aber ihre Stimme wurde leise und unsicher. Sie haben versucht, dich überhaupt nicht zu erwähnen, also habe ich nach und nach vergessen, wie du aussiehst und was wir früher gespielt haben, aber ich habe mich daran erinnert, dass du existierst. Und Nora und Paolo waren alt, es war nicht so interessant mit ihnen. Ich hatte eine Nanny, wir haben zusammen gespielt, aber es war nicht dasselbe. Paolo wurde krank, er hatte 2-mal im Jahr hypertensive Krisen in den letzten 10 Jahren. Nora hatte Angst, ihn zu verlieren. Ich habe sofort nach der ersten Krise verstanden und dann habe ich gespürt, dass ich ihn nicht ersetzen konnte, sie würde ihn immer mehr lieben als mich. Ich weiß nicht, ob ich glücklich war. Wahrscheinlich schon. Ich hatte alles, sie haben in meine Bildung und kreative Projekte investiert. Ich bin ihnen für viele Dinge dankbar. Aber ich werde nie verstehen, warum sie das dir angetan haben. Vasco und Conrado kehrten schweigend nach Hause zurück und erst zu Hause, nach dem Abendessen und dem Zubettgehen, sagte Vasco. Conrado, du bist ein Held. Ich erinnere mich an alle Ereignisse und alles, was wir gehört haben, und alles, woran ich denken kann, ist, wie manchmal das Schicksal die Menschen für all ihre Taten einholt. Darüber habe ich auch nachgedacht, antwortete Conrado, aber ich halte mich zurück, stolz zu werden. Das ist nicht richtig. Hier gibt es nichts, worauf man stolz sein könnte, argumentierte Vasco. Aber wir müssen die Tatsache anerkennen. Ehrlich gesagt, wenn ich in meine Heimatstadt zurückkehre, möchte ich wieder anfangen, in die Kirche zu gehen. Wieso brauchst du das? Conrado grinste. Hast du irgendwelche Umstände? Es geht nicht darum, winkte Vasco ab, das Leben wird einfacher, ich sehe es, wenn ich dich anschaue. Ich habe vorher nicht darauf geachtet, aber jetzt denke ich wirklich darüber nach. Tatsächlich, wenn man bedenkt, was du alles durchgemacht hast, bist du nicht im Alkohol ertrunken, hast nicht den falschen Weg eingeschlagen und hast schließlich deine Tochter gefunden. Das, mein Freund, ist wahrscheinlich nicht einmal mein Verdienst, sagte Conrado und schüttelte den Kopf. Vielleicht wachen unsere Lieben irgendwo über uns, beten für uns oder auch nicht, wer weiß, aber vielleicht beschützen sie uns irgendwie. Am nächsten Morgen rief er Eleonora an, um ein Treffen zu vereinbaren. Liebes, mein Kumpel ist heute nicht zu Hause. Bist du sicher, dass du heute kommen musst? Ich komme wegen eines Geschäfts zu dir, antwortete Conrado. Ich werde nicht alleine kommen, ich sage es dir im Voraus Bescheid. Also sag deinem Kumpel, er soll sich keine Sorgen machen. Wer wird mit dir kommen? Fragte sie geschäftsmäßig.
Ist das in Ordnung, wenn es eine Überraschung ist?", schlug Conrado vor. "Oh, du bist so ein Scherzbold", lachte Eleonora wieder. "Komm, ich warte." Sie kamen in der gleichen Gruppe wie am Vortag in der Zweizimmerwohnung an, Conrado, Vasco, Yara und Antonio. Der junge Mann hatte eine juristische Ausbildung und beabsichtigte, das Gespräch auf einem Aufnahmegerät aufzuzeichnen. Eleonora begrüßte sie mit Verwunderung, erkannte aber bei genauerem Hinsehen Yara. "Ist das deine Tochter?", fragte sie. "Das ist sie", antwortete Conrado. "Also seid ihr gekommen, um über dich zu sprechen?", fragte sie und biss sich auf die Lippe. "Ja, über mich", nickte er. Eleonora lud sie ins Wohnzimmer ein, dort standen luxuriöse Möbel im Stil des 18. Jahrhunderts, die bereits ziemlich abgenutzt waren. Die Fenster zeigten auf eine gewöhnliche Straße. Conrado erinnerte sich unwillkürlich an die Aussicht aus seiner Wohnung, wo er abends auf ein schönes Mehrfamilienhaus mit Glasfassade blicken konnte, und dachte, dass nicht alle Wohnungen im Zentrum der Hauptstadt eine schöne Aussicht aus dem Fenster bieten könnten. "Ihr werdet Kaffee haben, nehme ich an", klärte Eleonora auf und rollte einen Wagen mit Tassen herein. "Ich bevorzuge es, über solche Angelegenheiten bei Wein zu sprechen." Sie beobachtete schweigend, wie sich alle Kaffee einschenkten, und als Stille herrschte, begann sie ihre Geschichte. "Was soll ich dir erzählen, Conrado?" "Nun, ich war eine Lügnerin, genau wie du übrigens, das weißt du. Ich bekam einen Job, nicht viel Geld, und bekam einen anderen, sie haben dort Stellen abgebaut. Nun, ich wollte nicht in mein Dorf zurückkehren. Ich begann zu netzwerken, dachte, ich würde einen Job oder einen Ehemann finden. Und dann fing ich eines Tages an, mit Paolo zu reden. Möge er in Frieden ruhen. Er fing an, mich zu fragen, woher ich komme, wie lange ich schon in der Hauptstadt bin und was ich wollte. Nun, ich hielt mich nicht zurück, ich erzählte ihm, wie es war, und er nahm meine Nummer. Ich habe damals seinen Ring bemerkt. Ich dachte, nein, ich werde mich nicht mit einem verheirateten Mann einlassen, aber er rief buchstäblich am nächsten Tag an und sagte, ich muss dich wirklich treffen. Ich werde mit meiner Tochter kommen. Wir haben ein Jobangebot für dich, natürlich bin ich gegangen. Wir trafen uns in einem Café, dein Haus war vom Fenster aus sichtbar, sie nickte Conrado zu, und seine Tochter war so schön. Die ersten 10 Minuten saß ich dort wie erstarrt und dachte, dass solche Menschen wirklich existieren, Figur, Gesicht, Haare, ein luxuriöses Mädchen. Und sie behandelten mich so gut, wir haben geplaudert. Dann sagte er, kommen wir zum Geschäft, und er erzählte mir, dass seine Tochter mit einem jungen Mann verheiratet war, sie hatten keine Kinder und er hatte eine Geliebte. Und wie er mit ihr zusammenkam und beide fast gleichzeitig schwanger wurden, die Geliebte und die Ehefrau. Es war offensichtlich, dass es für sie schwierig war, sich nach so vielen Jahren an alles zu erinnern. Aber sie nahm einen Schluck Wein und fuhr fort. Und im Allgemeinen wusste niemand etwas. Am Ende stellte sich heraus, dass das Kind der Ehefrau starb und die Geliebte geboren und selbst starb. Kurz gesagt, es ist eine richtige Seifenoper. Das Kind schien für niemanden nützlich zu sein, und die Frau verlor ihres. Nun, dann haben sie angeblich ihrer Frau vorgeschlagen, dass sie ihre Tochter von der Geliebten aufziehen, und sie hat abgelehnt. Ist das so passiert? Genau, nickte Conrado. Und dann, verstehen Sie, Eleonora nahm einen großen Schluck Wein und fuhr fort, sagte er mir, ich kann ihn nicht ungestraft davonkommen lassen für diesen Verrat, das waren seine genauen Worte, ich erinnere mich noch. Ich habe ihm natürlich gesagt, wo ist hier der Verrat? Nun, viele Leute haben Geliebte, aber er gestand, und außerdem ist sie gestorben, das Kind braucht eine Mutter und er hat eine Frau. Was war noch da? Nein, sagte seine Ex-Frau, ich stimme dem nicht zu. Ich habe ihn bereits geschieden, ich werde nicht zu ihm zurückkehren. Aber ich will, dass er für alles gerade steht, und dann, ehrlich gesagt, sie legte ihre Hand auf ihr Herz, verstehe ich immer noch nicht, warum sie so dringend abrechnen wollten. Nun, sie haben mir das alles erzählt, und dann habe ich gefragt, nun, was brauchen sie mich dafür, und dann hat ihr Vater mir gesagt, wir haben einen Plan, aber wir brauchen jemanden, der sein Vermögen erhält, ich war wie, wollen sie, dass ich ihn loswerde? Ihn töte, und er sagte, nein, wir werden es nicht selbst tun, aber wir werden ihn loswerden, ja. Und wo er landet, wird sich zeigen.
Wenn er am Leben bleibt, umso besser, und wenn nicht, dann nicht. Sie saßen eine Weile schweigend da, dann fuhr Eleonora fort. Kurz gesagt, meine Aufgabe bestand darin, dich zu umgarnen, was mir übrigens gelungen ist. Sie lachte mit ihrem heiseren, rauchigen Lachen. Vasco warf ihr einen missbilligenden Blick zu. War es nicht beschämend, das Leben jemandes zu ruinieren? Fragte er sie. Nun, ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe die Person, über die sie sprachen, nicht einmal gesehen. Es war erst später, als ich dich sah, dachte ich, wow, er ist ein hübscher Mann. Aber zu der Zeit war es mir egal. Sie haben mich überzeugt, dass ich einen Job bekommen könnte, in der Hauptstadt bleiben und vor allem mich in keiner Weise beeinträchtigen würde. Für mich war es wie das Hauptziel war, dein Eigentum als Ehefrau zu bekommen, wenn alles vorbei war, und es ihnen zu übergeben. Wie schrecklich, sagte Yara. Eleonora warf ihr einen flüchtigen Blick zu, griff dann nach einer Zigarette und zündete sie an. Also, ich habe meine Mission abgeschlossen, wie du verstehst. Ich habe dich getroffen, dich verzaubert, anscheinend auch dein Kind, und geheiratet, soweit ich mich erinnere. Nun ja, mit dir war es natürlich großartig. Aber ich habe gewartet, darüber nachgedacht, wann sie dort alles regeln würden und wie viel länger ich so tun musste, als ob ich eine liebevolle Ehefrau wäre, und schließlich habe ich gewartet. Einen Monat vor unserem Jahrestag hat mich Paolo angerufen und gewarnt, dass alles bereit sei und ich dich zur Dacia locken müsste, aber sicherstellen müsse, dass du dort ohne mich landest. Ich wollte nicht gehen, stellte Conrado klar. Ja, du hast meine Nerven ziemlich strapaziert, antwortete Eleonora. Du wolltest nicht einmal am eigentlichen Tag gehen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, um dich dazu zu bringen zu gehen, aber du hast schließlich zugestimmt. Eleonora fragte Conrado, bist du auch in deinem orangefarbenen Mercedes dorthin gefahren? Eleonora schwieg, dachte nach und antwortete dann. Ich bin zu Paolo gefahren, habe deine Tochter dorthin gebracht. Die Eltern wollten zum Landhaus fahren und das Kind sollte nicht allein gelassen werden. Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort. Wie auch immer, sie haben alles dort organisiert, was passiert ist, ich habe nichts getan. Nun ja, ich habe natürlich herausgefunden, was sie sich ausgedacht haben. Ich war damals überrascht, wie sehr sie dich gehasst haben müssen, um diese Betrunkenen dorthin zu bringen, sie zu töten und es dir anzulasten. Erst danach bin ich ein paar Mal hingefahren und habe einige meiner Sachen abgeholt. Vasco stellte sich als geizig heraus, gab nur das zurück, was wirklich meins war. Und was du gekauft hast, behielt er für sich. Ich dachte, er würde mich dein Geschäft führen lassen, aber nein, er hat es zusammen mit dem Landhaus verkauft und er hat mir das ganze Geld gegeben und gesagt, ich könne davon leben, solange es dauert. Nun ja, ich habe sofort diese Wohnung anstelle der anderen gekauft. Ich habe gute Möbel und gute Kleider. Ich wusste einfach, dass ich keinen Job finden würde, aber da ich in der Hauptstadt war und alles so gut geklappt hat, musste ich bleiben. Sie kicherte und zog an ihrer Zigarette. Also hier bin ich, trinke, feiere und lebe mit meinem Mann. Er arbeitet immer noch, aber ich habe hier nie einen anderen Job gefunden und ich wollte auch nicht wirklich. Eleonora, Antonio schloss sich dem Gespräch an, verstehst du, dass Conrado zu Unrecht verurteilt wurde und du daran beteiligt warst? Wirst du aussagen? Welche Aussage? Zuckte sie mit den Schultern. Was habe ich damit zu tun? Ich habe ihn nicht eingesperrt, ich weiß nicht einmal, wie sie dort alles organisiert haben. Aber du warst eine Komplizin, präzisierte der junge Mann. Na und? Es war offensichtlich, dass sie keine Absicht hatte, sich schuldig zu bekennen. Er ist lebendig und wohlauf, wenn er gestorben wäre, was würden sie dann sagen? Fragte Yara in einem eisigen Ton. Ich habe mit nichts gerechnet, konterte Eleonora. Ach du meine Güte, der Kerl hat 15 Jahre bekommen. Warum sollte mich das interessieren? In der Zwischenzeit hätte alles Mögliche passieren können. Soll ich mich die ganze Zeit damit herumschlagen? Ob er lebt oder stirbt, ich brauchte nichts von ihm. Aber du hast durch ihn Geld bekommen, wies Vasco hin. Nun ja, ich habe es durch ihn bekommen, aber ich hätte es auch ohne ihn bekommen können. Seid ihr hier, um mich anzuklagen oder was? Nein, antwortete Antonio. Wir sind wegen der Wahrheit gekommen. Wahrheit?
Ihr seid immer noch jung und sucht nach der Wahrheit, schüttelte Eleonora den Kopf mit einem traurigen Lächeln. Die Wahrheit ist das, was wir wählen, dass sie ist, das habe ich im Leben gelernt. Es gibt nur eine Wahrheit meine und ich interessiere mich nicht für die von anderen. Eleonora hatte keine Absicht, weitere Details zu teilen. Die Gäste zerstreuten sich in ihre Häuser. Am nächsten Tag planten sie, Marcelina zu besuchen. Jedoch am nächsten Morgen weckte eine Nachricht von Antonio Conrado und Vasco auf: Ich habe gerade einen Anruf von der Polizei bekommen. Eleonoras Partner hat sie letzte Nacht angerufen. Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Die Männer tauschten Blicke aus. Das Gewissen hat sie eingeholt, bemerkte Vasco. Conrado rief Antonio an. Wird alles für uns in Ordnung sein? Ja, natürlich. Das Gespräch ist aufgezeichnet und ich werde es als Beweis für Ihr Eingeständnis vorlegen. Gleichzeitig werden wir eine Überprüfung Ihres Falles einleiten, um die Schuld aufzuheben. 2 Stunden später standen sie mit derselben Gruppe im Treppenhaus vor Marcelinas Wohnung. Niemand kam lange Zeit. Ich habe sie angerufen, sagte Yara verwirrt. Sie sagte, sie würde zu Hause sein. Dann öffnete sich die Tür und alle sahen Marcelina. Sie trug einen Turban auf dem Kopf und Conrado erriet sofort, dass sie die Auswirkungen der Chemotherapie verbarg. Ihre Augen waren tief eingesunken, ihre Nase und Wangenknochen waren spitz und ihr Gewicht war eindeutig unzureichend. Sie erkannte Conrado und war verblüfft. Sie lehnte sich gegen den Türrahmen, hatte lange Zeit auf ihn gestarrt und sagte dann: Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Du siehst gut aus im Gegensatz zu mir. Mit einer Geste lud sie alle herein. Ihre Wohnung war wunderschön eingerichtet. Conrado erkannte Gegenstände wieder, die er zuvor im Apartment ihrer Eltern gesehen hatte: Steinvase, goldene Tischuhren und einige Reproduktionen von Stillleben. Heute habe ich keine Pflegerin, erklärte Marcelina. Ich kann euch nichts anbieten. Ich fühle mich schwer und denke, dass ich bald ins Hospiz eingeliefert werde. Aber bitte setzt euch. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, warum Conrado und ich das getan haben. Nicht nur warum, sondern wie, antwortete Yara. Vielleicht hat auch mein Vater Unrecht getan, aber warum wart ihr so herzlos? Ich weiß es nicht, zuckte Marcelina mit den Schultern. Ich glaube nicht, dass ich herzlos war. Verwöhnt, ja, und stark von meinem Vater abhängig. Es war eigentlich seine Idee. Nein, eigentlich war es meine Mutter, die dich adoptieren wollte. Sie nickte in Yaras Richtung. Und wie sollte das gemacht werden, wenn du einen Vater hattest? Nun, zum Glück wollten sie ihn nicht töten. Sie beschlossen nur, ihn wegzuschicken, ihn leben zu lassen, solange er lebt. Und am Ende bist du am Leben und wohlauf, aber fast keiner von uns ist übrig geblieben. Traurigkeit schwang in ihrer Stimme mit. Eine Weile standen alle schweigend da und plötzlich näherte sich Marcelina, sammelte ihre Kräfte und kniete sich vor Conrado. Er wollte sie hochheben, aber sie begann zögernd und fiebrig zu sprechen. Ich habe fast sofort geheiratet und ein Kind geboren. Aber als dein Vater mich in all das hineinzog, fiel die Familie auseinander. Zuerst habe ich nicht darauf geachtet, ich dachte, es sei Zufall, dass es vorbeigehen würde, aber das tat es nicht, es wurde nur schlimmer. Mein Mann fand schließlich eine andere Frau und ließ sich von mir scheiden, nahm das Kind mit. Tränen strömten aus ihren Augen, obwohl ihr Gesicht ruhig blieb. Stell dir vor, wie ich mich gefühlt habe. Dein Vater und deine Mutter behandeln deine Tochter wie ihr eigenes Kind, und ich war unerwünscht. Dann begannst du periodisch in meinen Träumen aufzutauchen. Ich dachte auf jede erdenkliche Weise, dass etwas passiert war, wahrscheinlich mit ihm. Und dann traf es mich, und ich dachte darüber nach, wie dumm ich gewesen war. Ich hätte zustimmen sollen. Wir hätten deine Tochter zusammen aufziehen können. Was hat mich aufgehalten? Was für ein Narr war ich? Sie stellte sich als so talentiert heraus. Sie nahm an Wettbewerben und Ausstellungen teil, ihre Eltern waren überall bei ihr und ich bin nur vorbeigegangen. Groll und Schmerz hallten in ihrer Stimme wieder. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich gefühlt habe. Dann starben sie bei einem Unfall und ich blieb allein zurück. Ich weiß nicht einmal, wie ich bemerkt habe, dass etwas meinen Magen zusammenzieht.
Ich ging zum Arzt und er breitete nur die Hände aus. Ich erinnere mich nicht einmal daran, wie ich an diesem Tag nach Hause gekommen bin. Ich kam herein und sah sofort die Schildkröte, die wir aus China mitgebracht hatten. Ich nahm sie in die Hände und saß einen Tag lang so da und dachte nach. Ich kam zu dem Schluss, dass wenn ich dich treffe, wenn du am Leben bist, ich mich dir zu Füßen werfen und um Vergebung bitten werde. Verzeih mir, Conrado, um Gottes Willen, verzeih mir. Eine Stille schien im Raum zu herrschen. Es fühlte sich an, als ob jeder aufgehört hätte zu atmen und nur die Uhr tickte und stahl Momente des Lebens. Marcelina, ich habe dir schon vor langer Zeit vergeben, antwortete Conrado und hob sie von den Knien hoch. Ich werde es nicht verbergen, manchmal wünschte ich, jemand würde die Rechnung für mich begleichen. Aber wirklich, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich kann nicht in Worten beschreiben, was ich in diesen 2 Tagen gelernt habe. Jeder hat bekommen, was er verdient hat, auch ich. Aber ich fühle mich traurig für dich. Er umarmte sie. Marcelina verbrachte weitere 2 Monate im Hospiz und verstarb, wobei sie all ihre Habseligkeiten Conrado hinterließ. Antonio hielt sein Versprechen, er nahm die Ermittlungen wieder auf und schaffte es, die Anklagen gegen Conrado fallen zu lassen. Nun konnte er frei sein Geschäft in der Hauptstadt wieder aufnehmen. Conrado und Vasco saßen in einem Café in ihrer Heimatstadt, bevor Vasco zur Hauptstadt abreiste. Danke, mein Freund, sagte Conrado und sah ihm in die Augen. Wenn nicht wegen dir, wäre ich zugrunde gegangen. Ach komm, winkte Vasco ab. Ich habe nur das getan, was Freunde tun. Gott sei Dank hast du diese 15 Jahre überlebt, deine Tochter lebt und sie hat einen guten Verlobten. Jetzt, wo das Geschäft wieder läuft, wird sich endlich alles fügen. Er verstummte. Und ich, mein Freund, werde hier bleiben. Du weißt schon, ich habe eine Frau, Kinder, Schule und außerschulische Aktivitäten, aber wir werden zu Besuch kommen, ruf uns einfach an. Als Yara und Antonio Conrado am Bahnhof trafen, sagte seine Tochter. Papa, wir haben beschlossen, dir eine Überraschung zu machen. Ich hoffe, du nimmst sie an. Sie fuhren durch die breiten Straßen und engen Gassen der Hauptstadt. Conrado hatte keine Verdachtsmomente, bis sie vor dem Gebäude parkten, in dem seine alte Wohnung war. Sie stiegen bis zum 5. Stockwerk auf. Yara öffnete die Tür. Papa, sprach sie ihn an, als sie ihre Oberbekleidung auszogen und eines der Zimmer betraten, ich möchte, dass diese Wohnung wieder dir gehört. Antonio und ich dachten daran, Marcelinas Wohnung zu verkaufen und etwas in der Nähe zu kaufen, aber diese hier gehört dir. Als sie gingen, eilte Conrado zum Fenster. Er schaffte es, einen Blick auf ihre Abreise zu erhaschen. Aber am meisten wollte er den Ausblick sehen, der ihn einst fasziniert hatte. Vom Fenster aus war das mehrstöckige Gebäude mit Glasfassade noch zu sehen, das diese Ecke der Hauptstadt so eng mit einigen ausländischen Stadtteilen verband. Conrado versank in einem Stuhl und starrte lange darauf. Allerdings sah er das Gebäude oder die Teiche nicht mehr, sondern spielte nur noch die Momente in seinem Kopf ab, als Yara klein war und er dachte, er wüsste alles in Wo aus. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.